Tun wir so, als ob. Ihr seid australischer Filmproduzent, ein gelernter Unfallchirurg kommt zu euch und sagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Film gedreht und ich weiß auch nichts über das Regieführen, aber ich will da diesen Film machen. Und als Hauptfigur nehme ich einen völlig Unbekannten, denn Geld für teure Darsteller oder Geld für großartige Statisten haben wir sowieso nicht. Und es geht darum, dass sich die Leute auf den Straßen gegenseitig totfahren und der wird blutig und der wird ab 18 und der wird in Neuseeland verboten. Und der wird mehr Geld einspielen in diesem Land als Krieg der Sterne. Und in 35 Jahren drehe ich die dritte Fortsetzung davon, die dann 380 Millionen Dollar einspielt und für 10 Oscars nominiert wird. Und ich werde so ein eigenes neues Genre kreieren. Ja. Ja, da macht ihr doch sofort das Portemonnaie auf, oder nicht? Ja, um was geht's denn im Film? Ja, das ist nicht so wichtig. Ich will im Grunde einen Stummfilm machen mit Sound. Und meine Hauptfigur benenne ich nach dem böhmischen Mediziner Baron von Rokitansky. Und im letzten Teil wird er dann so richtig mad. Also Helden sucht man in diesem Film auch vergebens. Und unsere Zivilisation, wir tun's einfach so, als ob es sie nicht gibt, weil wir ja kein Geld für Statisten haben oder für teure Kulissen oder sonst was. Jo. Also versetzt euch mal in die Lage eines Filmproduzenten Ende der 70er. Was hättet ihr denn gemacht, wenn George Miller zu euch gekommen wäre? Mad Max als Figur oder beziehungsweise die Mad Max Filme sind ein kulturelles Phänomen, von dem zumindest jeder schon mal irgendwie gehört hat. Vielleicht habt ihr noch nie einen Mad Max Film gesehen und vielleicht habt ihr einen Film gesehen und könnt mit diesem Mad Max überhaupt nichts anfangen. Oder ihr habt nur einen Film gesehen und habt gedacht, nee, das ist mir irgendwie zu schräg. Aber irgendwie hat sich das doch durch den Planeten gefräst und auch wenn nicht 100% der Bevölkerung irgendwas mit dem Begriff Mad Max anfangen können, so haben sie doch auf diese oder jene Weise von dem Typen und von dem Universum, in dem seine Geschichte spielt, doch schon mal irgendwie mitbekommen. Vielleicht bewusst, vielleicht sogar ohne es zu wissen, wenn sie zum Beispiel das Musikvideo California Love gesehen haben, auch wenn sie die Donnerkuppel aus dem dritten Teil gar nicht kennen, oder Fist of the North Star, oder diesen Film gesehen haben, oder jenes Videospiel gespielt haben, oder diesen Comic gelesen haben, oder. Direkt oder indirekt auf jeden Fall hat sich Mad Max in einer Art popkultureller Osmose quer durch x Genres gepflügt, im Grunde sein eigenes Genre erfunden, 1000 Nachahmer inspiriert, manche haben auch einfach dreist kopiert, sehr wenige davon gut und erfolgreich, wie zum Beispiel The Book of Eli von 2010, sehr viele davon schlecht und zu Recht ziemlich schnell in Vergessenheit geraten. Aber wie fing das Ganze eigentlich an? Das klären wir heute bei dieser Folge von Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So ihr denn das erste Mal auf diesem Kanal seid. Wenn ihr schon das zweite, dritte, vierte Mal auf diesem Kanal seid und noch nicht abonniert habt, dann macht's doch offiziell, dass wir miteinander gehen. Kann doch jeder wissen. George Miller ist also studierter Mediziner, nur hat er schon immer Interesse daran gehabt, was mit Filmen zu machen. Timing ist alles und da passierte es ihm ganz recht, dass 1975 die australische Regierung beschlossen hat, die alte Art von Filmindustrie, die wir haben, die kippen wir jetzt mal komplett, schmeißen wir die aus dem Fenster und wir wollen unsere eigene Filmindustrie mal ein bisschen auf neue Füße stellen und das Ganze ein bisschen pushen. So wurde die Australian Film Commission gegründet. Das in Zusammenhang mit dem Wegfallen des Hays Codes und ein Bedarf der australischen Bevölkerung nach neuen australischen Stoffen. Die New Hollywood Bewegung, die es jungen, unverbrauchten Filmemachern mit einer eigenen Stimme möglich gemacht hat, ihr Schmonster auf die Leinwand zu bringen. All das hat dazu geführt, dass sich die Australier gesagt haben, ey, was die in Amerika können mit New Hollywood, das müssten wir doch eigentlich auch können. Also setzte man auf junge, unerfahrene, dementsprechend aber auch unverbrauchte Filmemacher, die so eine Art eigene Vision hatten, die sich auch nicht Jahre und Jahrzehnte lang durch irgendein Studiosystem kämpfen mussten. Die finanziellen Erfolge der Exploitation-Filme der späten 60er und der frühen 70er Jahre, all das hat dazu geführt, dass da eine Nachfrage war nach, billig heruntergekurbelten, aber effektiv inszenierten Reißern, bei denen man auch merkt, ey, der Regisseur, der hat hier irgendwie so eine Art eigene Stimme und der hat vielleicht was zu sagen, genauso wie das Arthur Penn hatte mit Bonnie und Clyde oder wie das Romero hatte mit seinen Dawn of the Dead Zombie-Filmen oder wie das John Carpenter hatte oder wie das eben auch in Australien George Miller hatte. So bekamen wir also das Subgenre der Osploitation, was sich zusammensetzt aus dem Namen des Kontinentes Ozeanien und dem Filmbegriff Exploitation. Tja, so wurde ein eigenes australisches Untergenre davon geschaffen mit australischen Geschichten,
größtenteils angesiedelt im australischen Outback mit australischen Schauspielern, mit australischen Akzenten, die eine ganz durch und durch australische Geschichte erzählen konnten und die man nur da so erzählen konnte und die man im Kino und im Rest von der Welt so in dieser Form noch nicht gesehen hatte. Während George Miller sein Studium absolvierte an der Universität von New South Wales, wo er ja dann zum Arzt wurde, hat er nebenbei aufgrund seines großen Interesses für Filme dann Filmworkshops besucht und hat kurze experimentelle Filmchen gedreht und lernte so den Produzenten und ebenfalls angehenden Filmemacher Byron Kennedy kennen. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben dann Kennedy Miller Productions gegründet. Oder heißt es Miller Kennedy? Ich glaube, es heißt Kennedy Miller Productions. Die beiden taten sich zusammen und hatten ihren Traum, einen Fuß in die Hollywood-Tür oder generell in die Filmindustrie-Tür reinzukriegen. Und Miller, durch seine Arbeit als Unfallchirurg in der Notaufnahme, der sah zum einen aus erster Hand, was da passiert, wenn man zu fest aufs Gas drückt, denn die Australier, ich weiß, das ist schwer zu glauben aus unserer Sicht, aber die Australier sind wohl noch autobekloppter als wir Deutschen. Außerdem verdiente sich Miller so das nötige Kleingeld, der hat jede Sonderschicht angenommen, hat auf jeden Notruf reagiert und konnte sich so ein bisschen was zusammensparen und hatte schon mal so ein Anfangsbudget, mit dem man dann loslegen konnte. Und dann, ja, wollten die einen Film darüber machen, was denn so passiert, wenn auf der Straße Krieg ausbricht. Dafür holten Miller und Kennedy sich dann den Journalisten James McCausland. Also Miller schrieb die Geschichte und James McCausland schrieb die Dialoge. Der sagte über die Entstehung des Films mal Folgendes. 1973 erschütterten die arabischen Ölförderländer den größten Teil der westlichen Welt, indem sie die Zapfhähne ihrer Ölquellen zudrehten und die Produktion drastisch drosselten. Einige Ölstreiks, die viele Zapfsäulen betrafen, machten deutlich, mit welcher Vehemenz die Australier ihr Recht auf eine Tankfüllung verteidigen würden. An den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen und jeder, der versuchte, sich in der Schlange vorzudrängeln, wurde mit roher Gewalt bestraft. Ein paar Jahre später entwarf George das Szenario für Mad Max. Max war der Antiheld auf den Straßen, die zu Schlachtfeldern geworden waren, auf denen es nur noch um Benzin ging. Die Gesellschaft war durch die Verknappung des Angebots zersetzt worden und der Rechtsstaat versank im Chaos. George und ich schrieben das Drehbuch auf Grundlage dieser These, dass die Menschen fast alles tun würden, um die Fahrzeuge in Bewegung zu halten, und der Annahme, dass die Nationen die enormen Kosten für die Bereitstellung einer Infrastruktur für alternative Energien erst dann in Betracht ziehen würden, wenn es zu spät ist. Parallelen zu heute sind rein... Das könnt ihr jetzt mit euch selber ausmachen. Und so kam es dann. Der Krieg ums Benzin. Das Schlachtfeld ist die Straße, die Waffe ist das Auto. Max ist der beste und erfahrenste und tollste Krieger und er hat die tollste Waffe. Nämlich am Anfang des Films seinen Interceptor. Im weiteren Verlauf des Films dann seinen V8 Pursuit Special. Ein Low-Budget-Film, der irgendwas zwischen 350 und 400.000 australischen Dollar gekostet hat, der das X-fache seines Budgets eingespielt hat. Im Laufe der Zeit hat das Ding weltweit etwa 100 Millionen gemacht und stand lange im Guinness-Buch als der profitabelste Film aller Zeiten. Ich glaube, dann erst Jahre und Jahrzehnte später, The Blair Witch Project, hat dann dieses Verhältnis von Budget zu Einspiel dann nochmal getoppt. Und Macher George Miller konnte das sich nicht so richtig erklären, denn der war ja der Meinung, ich erzähle hier eine ganz speziell australische Geschichte, die ganz speziell in Australien angesiedelt ist und es ist ein australisches Produkt durch und durch, und der konnte sich diesen weltweiten Erfolg da nicht erklären. Und dann hat er erzählt, als er dann später unterwegs war, Promotour, und als er dann die Fortsetzung gedreht hat, da war er so überall auf der Welt unterwegs und da haben die Leute in Japan besonders, ist das Ding der absolute Kultfilm und war ein Riesenerfolg, siehe Fist of the North Star, da haben ihm die Leute gesagt, ey, du hast einen Samurai-Film gedreht, nur mit Autos. Und dann war er in Skandinavien. Und da haben ihm die Menschen gesagt, ey, du hast einen Wikingerfilm gedreht, aber nur mit Autos. Und dann war er in Italien. Und da haben ihm die Leute gesagt, ey, du hast einen Italo-Western gedreht, aber nur mit Autos. Ja, und da wurde dem klar, der hat hier gar nichts speziell Australisches erzählt, sondern eine sehr universelle Rachegeschichte, die aus welchen Gründen auch immer fast überall auf der Welt funktioniert. Tolkata-Darsteller Hugh Keyes-Byrne und seine Crew, die wurden im Vorfeld des Films wirklich eine Crew. Kawasaki hat fast alle der Motorräder gesponsert, die mussten aber irgendwie von Sydney nach Melbourne gebracht werden und die konnte man nicht fliegen. Diese Transportkosten wären zu hoch gewesen. Also hat man beschlossen, okay, Jungs, wir gehen da hin und dann fahren wir die Dinger selbst rüber. Und im Laufe der Zeit hat sich so eine, ja, Gang-Zusammenhalt da unter den Schauspielern gebildet. Ja, der Chemie auf der Leinwand und hinter den Kulissen kann es nur gut getan haben. Die Geschichte ist so simpel gestrickt und so gerade raus und so exploitative, dass es eine Freude ist. In einer nicht weiter definierten Zukunft, also am Anfang sieht man so eine Einblendung am unteren Rand des Bildschirmes, a few years from now. Und an diesem
Gebäude, was noch so der Verbleibsel, Überbleibsel der Polizeizentrale ist. Gedreht wurde der Film 1979, da ist so ein Schild, da sieht man Established 1983 oder 84 oder sowas. Viel präziser wird es aber nicht. In dieser also nicht weiter definierten Zukunft ist die Gesellschaft schon ziemlich am Auseinanderbröseln. Die paar Gebäude, die noch stehen, die werden noch von der Farbe zusammengehalten. So etwas wie eine funktionierende Legislative, Exekutive und Judikative. Tja, die gibt's auch nur auf dem Papier. Die einzige Macht, die hier noch für sowas wie Zucht und Ordnung sorgt, das ist die MFP, die Main Force Patrol. Sowas wie die wilden Verkehrspolizisten, die sich alle Nase lang mit irgendwelchen bekloppten Rabauken und Halunken auseinandersetzen müssen, die da alles mögliche auf der Straßen plattfahren, Gebäude, Wohnwagen, unschuldige Passanten und die auch zwischendurch nochmal Tanklastzüge ausrauben, weil, ja, das Benzin so knapp geworden ist. Die beiden Besten der MFP, das sind Max Rockatansky, gespielt von Mel Gibson, und es ist Goose, gespielt von Steve Beasley auf seinem Motorrad. Das sind so die einzigen, die es irgendwie drauf haben, dieser marodierenden Plage noch einigermaßen Herr zu werden. Gleich in der Öffnungsszene sehen wir Max in seinem 1974er Ford Falcon XB Sedan. Und da sehen wir aber nicht Max. Da sieht man nur die anderen Polizisten, die so ihre Schwierigkeiten haben, den bekloppten Knight Rider Ding festzumachen, der da wie ein Irrer durch die Gegend fährt. Und dann hört man das über Funk und dann sieht man von hinten nur so die Hand von Mel Gibson, die nach dem Handschuh greift und sich den Handschuh anzieht. Und dann sieht man die Nahaufnahme von Mel Gibsons Gesicht. Und dann sieht man, wie er sein Auto anlässt. Und dann sieht man, wie es aufblinkt. Und dann, ja, legt Max mal richtig los und macht das, was er am besten kann. Nämlich so geil Auto fahren wie niemand sonst auf der Straße und so schnelle Reflexe haben wie niemand sonst auf der Straße. Der macht sich also an die Verfolgung und treibt den Knight Rider mit seinen Fahrkünsten so in die Enge, dass der irgendwann die Kontrolle über sein Raketenauto verliert und es macht so tschu 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 und pfsch und scheppert so in einen stehenden Laster rein, Explosion inklusive. So, jetzt ist der Knight Rider also über die Wupper. Das passt wiederum dem Towcutter nicht. Das ist sein Kumpel und der war bei ihm in der Gang. Und jetzt will der Towcutter Rache. Und wenn er und seine Crew nicht gerade dabei sind, tja, irgendwelche, ja, die machen da so Sachen mit Frauen, die nicht so nett sind. Und Autos kurz und klein hauen und unschuldige Verkehrsteilnehmer umbringen, Tanklastzüge ausrauben oder die noch wenigen verbleibenden Kleinstädte zu terrorisieren, dann wollen Towcutter und seine Jungs Rache, will sagen Max und Co. ans Leder. Versteht ihr? Leder. Wortspiel. Wer was erklären muss, ist schon. Und falls es euch aufgefallen ist, Hugh Keysburn, der hier diesen Towcutter spielt, ja, das war dann später in Mad Max Fury Road tatsächlich Immortan Joe. Das macht George Miller ja ganz gerne, dass er Schauspieler recycelt, beispielsweise auch im dritten Teil. Also im zweiten kenne ich ja den Gyro Captain, gespielt von Bruce Spence, und der spielt im dritten Teil den Piloten Jebediah. Und als ich den Film das erste Mal gesehen habe damals, da war ich noch ein bisschen jünger als heute, habe ich das nicht kapiert. Ich habe gedacht, Moment mal, die sind doch im zweiten Teil, waren das doch Freunde, wieso raubt der den jetzt aus und wieso heißt der anders und wieso hat der einen Sohn? Ja, einfach weil George Miller Spaß dran hat, das Publikum zu verwirren und Schauspieler in diversen Rollen zu besetzen. Towcutter und Jungs machen sich also auf den Rachefeldzug. Dabei ist Max schon zweimal so gut wie dabei hinzuschmeißen. Das erste Mal wird er dann davon abgehalten, als Pfiff ihm sagt, sein Partner, der mit der Glatze und dem Schal, der mir die Blümchen gießt, als Pfiff ihm sagt, ey Max, du bist der Beste und du bist der Held und du bist der Allergeilste und du musst da bleiben und außerdem haben wir eine riesen Überraschung für dich. Und Pfiff und Goose und die anderen Jungs, die holen Max dann in die Garage und das Department hat also ein bisschen Geld in die Hand genommen und diesen V8 so aufgemotzt und da so eine Hüllenmaschine reingebastelt. Und da sind dann mehr PS drin als in einem gesamten Formel 1 Rennstall und Max sagt sich, ja gut, also das Ding, das muss ich fahren, nee, da kann ich nicht hinschmeißen. Und als er dann das zweite Mal dabei ist, hinzuschmeißen und eigentlich das Nicht-Polizisten-Dasein mit seiner Familie genießen will, tja, da werden seine Frau und sein Kind von Towcutters Motorradgang überrollt. Sind die wirklich tot? Also ich glaube zumindest beim Kind bin ich mir 99% sicher. Bei der Frau weiß ich es nicht so genau. Also man sieht dann später, wie sie im Krankenhaus sind und die Frau da operiert und bandagiert auf dieser Trage liegt. Also so richtig ausgesprochen wird es nicht. Auch was mit Goose, seinem Partner, passiert, so richtig ausgesprochen wird das auch nicht. Es wird mehr so impliziert und mit Kameratricks gearbeitet. Also man weiß, der hatte einen schweren Unfall. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Das ist der Fantasie des Zuschauers überlassen und das finde ich auch gut an diesem Film, denn es wird viel mehr impliziert als tatsächlich gezeigt. Denn was ich mir in meinem Kopf vorstelle, das ist wahrscheinlich 10-mal schlimmer, als man mit noch so vielen Blutpacks
auf der Leinwand zeigen könnte. Und jetzt tickert er endgültig aus. Also im dritten Akt des Filmes wird er dann tatsächlich mad. Er schmeißt sich seine schwarze Motorradkluft über, schnappt sich seinen V8, der übrigens ein Pursuit Special ist. Kein Interceptor, wie hier manchmal erzählt wird, ne? Im zweiten Teil. Oh, der letzte, der V8 Interceptor. Nein, es ist ein Pursuit Special zum Mitschreiben. Und dann braust er los. Ein Motorradlümmel nach dem anderen wird über den Haufen gefahren. Towcutter wird von einem Truck überrollt. Und dann schnappt er sich Johnny the Boy, der vor die Wahl gestellt wird. Also, ich habe dich jetzt mit der Handschelle hier festgemacht. Hier ist eine kleine dünne Säge. Du kannst dir mal überlegen, so lange brauchst du, um durch die Handschelle zu sägen, oder so lange brauchst du, um deinen Fußknöchel zu zersägen. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Plopp. Jetzt mach mal hin. Diese Szene soll übrigens die Inspiration gewesen sein für die Macher der Saw-Reihe. Inspiriert wurde auch George Miller und seine Kollegen selbst, um nicht zu sagen, sie haben hier und da dreist geklaut. Aber das macht Quentin Tarantino auch, und sowohl Tarantino als auch Miller sind eine der besten Regisseure, die in Hollywood unterwegs sind. Also will ich mal nichts sagen. George Miller und seine Kollegen, die wurden unter anderem hauptsächlich inspiriert von einem etwas anderen australischen, ebenfalls australischen Low-Budget-Film namens Stone. Das ist ein australischer Motorrad-Gang-Film von 1974, und einige Jungs von der Gang werden getötet und der Rest von der Gang, die wollen dann Rache. Klingt das vertraut? Ja! Das war die Vorlage für die Bösewichte in dem ersten Mad Max Film. Und Byron Kennedy hat Stone gesehen und hat gesagt, das will ich machen, nur besser. Und eine Handvoll Schauspieler aus dem einen wurden auch in dem anderen Film besetzt. Die Hauptfigur in Stone ist ein Polizist, der am Strand lebt, so wie Max. Und dann gibt es da eine fiese Motorradgang. Und dann wird jede Menge zu Bruch gehauen. Und dann wird eine Kleinstadt in Beschlag genommen. Und so weiter und so fort. Bei Lawrence von Arabien hat sich Miller immer und immer wieder bedient. Also guckt mal Lawrence von Arabien und dann guckt mal die ersten vier Mad Max Filme hintereinander weg. Da werden euch zumindest in Sachen Bildsprache einige Parallelen auffallen. Das Logo für Mad Max, das hat er geklaut von dem französischen Comic Heavy Metal. Der ist extra nach Frankreich geflogen und hat dem Erfinder des Heavy Metal Comics gesagt, ey, ich würde gern dein Logo haben und ich würde den Film Heavy Metal nennen, denn Mad Max war nur der Arbeitstitel, das war zuerst nicht die Absicht. Und dafür kriegst du dann 10% von jedem Poster, das verkauft wird oder sowas. Und der französische Comiczeichner hat gesagt, hä? Ein Arzt aus Australien, der noch nie einen Film gemacht hat, was will der denn? Und hat ihn rausgeschickt. Ja, und so nannte Miller den Film dann eben Mad Max und nicht Heavy Metal, hat aber das Logo ziemlich dreist kopiert. Kopiert hat er auch die Verfolgungsjagd, beispielsweise die Öffnungsszene, also das ist fast Bild für Bild übernommen, aus einem ebenfalls 1974 gedrehten Film mit Peter Fonda, Crazy Mary, Dirty Larry. Das heißt aber nicht automatisch, dass Millers Film unoriginell ist. Ganz im Gegenteil, der erzählt immer noch eine ganz, ganz eigenständige Geschichte und hat eine ganz, ganz eigene Handschrift. Genau wie ja Quentin Tarantino. Also da findet man auch in jedem Film von dem 5 Elemente, die man schon woanders gesehen hat, aber irgendwie geiler und aufgemotzter und Tarantino-esk und immer noch mit einer eigenen Handschrift und so diese Art Filme, die kein anderer machen könnte. Nein, das hier ist eine ganz eigene Suppe, die man so vorher und nachher nie wieder gesehen und geschmeckt hat und eigentümlich australisch und aber doch irgendwie universell. Deswegen findet auch ein Dödel in Deutschland diesen Film so geil oder beziehungsweise diese ganze Filmserie so geil. Knapp an Ideen und knapp an Statisten, aber ganz reich an irren Stunts. Meistens musste man den ersten Take nehmen und Kennedy und Miller haben dann selbst noch die Straße sauber gemacht, wenn da so die Glassplitter rumlagen und sowas. Handgemachte Action, die wohl mehr als einmal wehgetan hat, besetzt mit haufenweise unbekannten Darstellern, allen voran einem viel zu jung aussehenden Mel Gibson. Also der Film kam 79 raus, gedreht wurde aber 77 und 78. Kennedy und Miller, die haben über ein Jahr an den Soundeffekten und am Schnitt rumgebastelt. Und zwar hatten die das eine, ich glaube, die Soundtechnikanlage war in der Küche und Miller hat den Schnitt gemacht im Wohnzimmer oder umgekehrt. Gibson war da teilweise noch an der Schauspielschule, wurde dann von dem, der Goose spielt, von seinem Kumpel draufgebracht, ey, geh doch mal zum Casting und probier's. $10.000 Gage, der schwarze V8 hat mehr als das Dreifache gekostet. Und also es gibt irgendwo diese urbane Legende, Mel Gibson war die Nacht vorher in der Kneipenschlägerei und sah dann völlig zermäsert in der Fratze aus und hat gesagt, ey, die suchen Freaks, ich sehe freakig aus, hat darauf die Rolle bekommen. Nein, er hat die Rolle einfach so bekommen, weil er der Schauspieler ist, der da gut gepasst hat. Ja, und der erste Teil von etwas, das mittlerweile zu einem riesigen Universum ausgebaut wurde, wo jetzt ein Prequel
ein Spin-off-Prequel zu der dritten Fortsetzung demnächst im Kino anläuft. Ja, je, das war ein Satzbau. Ja, und dann gab es übrigens 1981 noch den besten australischen Film, der je gemacht wurde. Einen der besten Autoverfolgungsjagd-Karambolagen-Filme aller Zeiten. Einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Einer der besten Filme des Jahres 1981. Was sage ich? Einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Ansage steht. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Naja, und zwischendurch werde ich ins Kino gehen und werde mir Furiosa angucken. Und auch der Bericht folgt dann in Kürze. Wie ist es mit euch? Könnt ihr irgendwas mit Mad Max anfangen oder so überhaupt nichts mit Mad Max anfangen? Welcher Teil ist euer Lieblingsteil? Was sind andere Lieblingsfilme von George Miller? Ich meine, er hat ja quer durch alles Genres schon bewiesen, dass er drauf hat. Ich sage nur Oscar für Happy Feet. Ja, das war er. Oder Schweinchen Babe in der Großstadt. Auch das war George Miller. Oder die Gruselkomödie Die Hexen von Eastwick. Das war auch George Miller. Oder das Medizindrama Lorenzos Öl mit Nick Nolte und Susan Sarandon. Ja, das war auch George Miller. Also, der Typ hat es für mich einfach drauf. Dieser Film hat es einfach drauf. Diese Filmreihe hat es einfach drauf. Mit kleinen Ausnahmen hier und da. Über Jenseits der Donnerkuppel werde ich mal in einem anderen Video reden. Aber das, also nur mal so. Ihr merkt, ich bin Hardcore Mad Max Fan. Ich glaube, ich habe den zweiten Teil in 4 verschiedenen Versionen. Also ich habe die VHS-Version und dann habe ich die DVD mit diesem, was Warner Brothers so macht, diese Klapp-Dinger. Und weil mir das dann zu blöd war, habe ich mir noch die normale DVD gekauft. Und dann habe ich mir natürlich auch die Blu-ray gekauft. Und ach so, ja, DVD, da fällt mir was ein. Also bei dieser Version ist es zum Beispiel so, das hier wird angepriesen als Special Edition. Jetzt müsst ihr aufpassen, weil damals, gerade in Nordamerika, die Menschen noch nicht so vertraut waren mit dem australischen Kino wie heute und australische Akzente noch nicht so geläufig waren, gibt es hier als Bonusmaterial, man halte sich fest, die australische Tonspur. Denn für den internationalen bzw. für den Nordamerika-Verleih hat die Vertriebsfirma von damals hat eine USA Synchronisation, Tonspur über den Film gelegt, sodass sie gar nicht so klingen, wie sie klingen. Also das, was der Film unter anderem einzigartig macht, nämlich die australischen Darsteller mit den australischen Akzenten, das wurde hier überbügelt. Also wenn ich weiß nicht, wie ihr Filme guckt, ob ihr die in der Synchro guckt, in der deutschen Version oder in der Originalversion. Falls ihr die in der Originalversion guckt, lasst die Finger von dieser amerikanischen, wir krampfen uns da mal was zusammen, Synchro. Also das geht überhaupt nicht. Nein, den muss man im Original hören. Wenn man ihn schon auf Englisch hört, dann bitte im australischen Englisch und nicht in dieser amerikanisierten Cheeseburger-Pampe. Hab aufgehört zu zählen, wie oft ich den gesehen habe. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich Mad Max 2 gesehen habe. Fury Road habe ich auch schon ein paar Mal geguckt. Also Mad Max, mein absoluter Lieblings-Anti-Held der Filmgeschichte aller Zeiten. Einfach aller Zeiten. Und das hier ist sicher kein perfekter Film. Den zweiten Teil habe ich viel, viel öfter gesehen und finde den geiler. Aber trotzdem ist er hier einzigartig. Sowas habe ich vorher noch nachher nie wieder gesehen oder gehört. Naja, also im Grunde, als George Miller dann mehr Kohle hatte, ja, sowas in der Art habe ich dann gesehen oder gehört. Aber der erste ist trotzdem auch auf eine ganz, ganz eigentümliche Art einzigartig. Und ist in meinem DVD-Regal. Also die Mad Max-Filme, die haben hier einen Ehrenplatz. Ja, und bin ich der Einzige, Honk, dem es so geht? Oder geht es hier vielleicht anderen auf der Plattform auch noch so? Dann haut doch mal in die Tasten und lasst mir ein Kommentärchen da, lasst mir ein Däumchen da. Ist gut für mich, ist gut für den Algorithmus, ist gut für meinen Kanal, ist gut für Leute, die meinen Kanal noch nicht kennen. Denn je mehr Traffic hier drunter ist, desto eher wird er auf die Startseite gespült von Leuten, die meinen Kanal und mich noch nicht kennen. Danke im Voraus. Lasst krachen, viel Spaß beim wiederholten Gucken von Mad Max 1 bis 17 und viel Spaß beim Gucken von Furiosa, falls ihr es vorhabt. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.